Hallo ihr Lieben, heute ein Video zur ZP10 in Deutsch und zwar Tipps und Tricks. Was sollt ihr tun, was sollt ihr nicht tun, wie könnt ihr euch vorbereiten, was ist wichtig bei der ZP10 in Deutsch, alles Mögliche, was euch so einfällt, was mir so einfällt. Fragen natürlich auch immer gerne reinschreiben in die Kommentare. Und jetzt erstmal viel Spaß. So, bei der ZP10 in Deutsch gibt es im Prinzip seit Jahren zwei Teile. Ich habe für euch das Beispiel der ZP10 2019 genommen. Und zwar ist wie üblich erster Teil Lesen, zweiter Teil Schreiben. Und es geht auch immer, du kannst nicht wirklich viel lernen. Man kann sich natürlich darauf vorbereiten, du kannst dir anschauen, was gibt es für Aufgaben in den letzten Jahren. Und was gibt es für Aufgabenformate? Und wenn du weißt, wie die Aufgabenformate funktionieren, dann musst du dich auch nicht wirklich viel darauf vorbereiten, weil du weißt ja, worum es geht. Und du kannst nicht jeden Text dieser Welt lesen. Es gibt auch kein Auswendiglernen dafür. Also es geht einfach nur darum, dass du weißt, was du tust. Also du musst dein Wissen anwenden, könnte man auch einfach sagen. Leider haben trotzdem viele Angst davor. Aber die ZP10 ist wirklich nicht so schwer. Schauen wir uns mal den Teil 1 an. Lesen, habe ich ja schon gesagt. In der ZP10 2019 war das Thema neue Lust aufs Lesen. Und zwar Influencer fördern das Lesen. Es ging um YouTuber, Booktuber, Instagrammer und sowas halt eben, die sich mit Büchern, mit Literatur auseinandersetzen. Und ja, da solltet ihr einen kurzen Text lesen und solltet dann ankreuzen bzw. kurze Antworten geben, erläutern, was das bedeutet, auch mit Hinweisen auf den Text. Das heißt also, ihr solltet genau lesen natürlich und manchmal müssen Antworten interpretiert werden. Das heißt zum Beispiel, bei einer Aufgabe war gefragt, was machen Booktuber? Sie besprechen Bücher, sie besprechen die Verpackungen, sie inszenieren ihre Buchbesprechungen oder sie kommen meistens aus den USA. Und natürlich besprechen die auch Bücher, aber es geht halt eben vor allen Dingen darum, dass sie die Buchbesprechungen richtig gehend inszenieren, dass da also wirklich etwas passiert bei. Ja, genau. Neben diesen indirekten Lösungen müsst ihr auch manchmal zuordnen und ihr müsst kurze Stellungnahmen mit Textbezug schreiben, habe ich ja schon gesagt. Also im Prinzip ist es aber alles schaffbar, wirklich. In Teil 2 habt ihr dann die Wahlthemen. Das ist normalerweise irgendwas, was mit Analysieren und Untersuchen zu tun hat, mit materialgestütztem Schreiben, damit, dass ihr einen Text, einen flüssigen Text verfasst und den nach bestimmten Kriterien mit einer ziemlich genauen Anleitung halt produziert. Dafür habt ihr ziemlich kleinschrittige Aufgaben. Das bedeutet, ihr kriegt wirklich jede Menge Fragen gestellt und die sollt ihr dann halt eben in einen Text zusammenfassen. Ja, zum Beispiel habt ihr so typische Fragen, benenne das Thema, den Autor, die Aussage, die Gattung, schreibe eine Einleitung mit Gattung, Autor, Titel, Jahr und Thema, fasse zusammen, stelle dar, erläutere sprachliche Mittel, setze dich kritisch auseinander mit irgendwas, mit einer Aussage oder nimm Stellung zu irgendeiner Aussage. Und wenn ihr im Prinzip diese ersten Teile hier durchgearbeitet habt. So. Das habt ihr gemacht, das habt ihr gemacht, das habt ihr gemacht, das habt ihr gemacht, das habt ihr gemacht. Dann kommt halt eben am Ende eine Aussage wie diese hier oder wie diese hier. Und dann sollt ihr halt eben hingehen und sollt aufgrund dessen, was ihr vorher erarbeitet habt, eure Meinung dazu abgeben. Und zwar natürlich mit der Hilfe der
Antworten, die ihr gefunden habt. Das heißt also, ihr sollt aus dem Ganzen, was ihr vorher erarbeitet habt, einen zusammenhängenden Text schreiben, der gut lesbar ist, der logisch aufgebaut ist, der vollständig ist, der belegt ist mit Hilfe des Textes und der auch nachvollziehbar ist. Und da kann ich euch nur als Tipp geben, nehmt euch ein Konzeptpapier und schreibt zum Beispiel ein Mindmap vor, geht hin und markiert euch wichtige Stellen im Text und macht daraus euer Konzept, wie wollt ihr vorgehen, damit ihr wirklich nicht die ganze Zeit springt von einer Sache zur anderen und sagt, ach ja, und da war ja noch dies und da war noch jenes, sondern nehmt euch die Zeit und erarbeitet euch euren Text auf dem Papier und dann schreibt ihr ihn. Es geht bei der ZPC nicht so sehr darum, dass ihr 10 Seiten Text schreibt. Wenn ihr 4 Seiten Text schreibt und das Ganze wirklich gut gegliedert ist, habt ihr mehr gewonnen, als wenn ihr dann halt eben am Ende hin und her springt. Natürlich gibt es auch was für Ausdruck, für Rechtschreibung. Also ne, so übliche Sachen geben auch nochmal viele Punkte. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist der Inhalt des Textes. Dann kann man sagen, das sind ungefähr 80% der ZP. In der 2019er ZP hattet ihr erstmal einen Text von ja, 1 bis 2 Seiten. In der ZP 2019 waren es 1,5 ungefähr. Das zweite Wahlthema sind 4 bis 5 Texte, Diagramme, Bilder oder Interviews. Und da sollt ihr dann daraus einen schlüssigen, zusammenhängenden Text verfassen. Normalerweise ist das dann hier das Aufgabenformat 4a und das ist dann 2 oder 4b. Ja, hier analysierendes Schreiben, Aufgabenformat 4a oder materialgestütztes Schreiben, interpretierendes Schreiben 2 oder 4b. Ich weiß, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich nicht so sehr. Wenn ihr euch für eine von diesen beiden Möglichkeiten entweder einen Text bearbeiten und dann damit etwas machen oder 4 bis 5 Quellen euch nehmen und daraus etwas zusammenschreiben, wenn ihr euch für eins dieser Formate erwärmen könnt, dann seid ihr eigentlich schon auf einer guten Seite. Insgesamt würde ich sagen, easy peasy. Viel Erfolg. Wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Hinterlasst mir gerne ein Abo, hinterlasst mir gerne ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Geht weiter mit der ZPC-Vorbereitung. Ist ja bald. Im Moment müssen wir alle zu Hause lernen. Also von daher, sagt euren Freunden, dass es diese Videos gibt. Und danke fürs Zuschauen. Eure Lernsnacks. Tschüss.